Ja, wir haben hier tatsächlich was Wichtiges vergessen. Und zwar gibt es hier, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, ein rotes Juwel. Genau ja. Das wollten wir hier nämlich tatsächlich haben. Dann hätten wir eigentlich alle komplett, die wir bis hierhin haben können. Genau. Geilo. Dann können wir jetzt wirklich und richtig los zur Pyramide. Denn wir haben, ich habe wie gesagt nachgeschaut beim Spiel, zwei rote Juwelen gewinnen können. Das letzte war jetzt hier, ja, in dieser Oase oder was das sein soll. Ich habe keinen Plan. Und brauche auch erst noch mal einen schönen Schluck schwarzen Kaffee. So. Dann sollte das doch jetzt alles irgendwie machbar sein. Sag ich jetzt mal so, dabei bin ich eigentlich gar nicht so zuversichtlich, denn, ja, wie gesagt, ich war nur einmal. Ich bin nur einmal im Spiel so weit gekommen, als ich irgendwie, ich weiß nicht, wann ich es gespielt habe. Mit 9, mit 10, mit 11, irgendwie sowas. Ist also in meinem Fall schon ein paar Jährchen her, ne? Schöner, schöner schwarzer Kaffee. Ja, und deswegen habe ich jetzt doch echt ein bisschen Bammel. Ich weiß, ich wiederhole mich da, ich sag das öfters gerne. Aber wenn man sich im Pilzwald schon ein bisschen verläuft und wenn man natürlich über eine Dreiviertelstunde braucht für Angkor Wat und dann tatsächlich direkt nochmal aus dem Dungeon rausgeht, warum auch immer, ist das doch schon mal ein gutes Zeichen. Hey, ich fühle mich total sicher und aufgehoben hier. Und ich weiß nicht, warum ich die jedes Mal wieder kille. Ach so, für die Karte. Ja, sag das doch, Gehirnhälfte. Rechts oder links. Oder was auch immer da für das logische Denken zuständig ist. Ich glaube, es war die rechte Seite. Ich glaube, die linke war wirklich mehr so die kreative Seite. Das heißt, die rechte ist bei mir total eingeschlafen und verrottet. Da ist schon alles am Schimmeln. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Da, wirkt dann der Kaffee dagegen tatsächlich? Kann man hier eigentlich durch die Treppe? Ah, wir müssen das nochmal ausrüsten. Kann man durch die Treppe durch? Nö. Kann man hier durch? Kann man, okay. Ja, aber das funkelt so. Geht das wieder weg? Was ist das hier? Ist das so das Plumpsklo für die Leichen irgendwelcher Pharaonen gewesen? Oder was ist das hier? Wo bin ich denn jetzt? What the fuck? Was zum Teufel? Okay. Wir haben hier auf alle Fälle ein Portal von Gaia und ziemlich viele Räume. Nicht sicher. Also ich weiß, dass es hier in der Pyramide, ich glaube insgesamt, ja, da sag ich wieder, ich glaube. Ich meine, es gibt hier 5 rote Juwelen. Und die meisten befinden sich tatsächlich in Schatztruhen. Was ich jetzt gesehen habe dabei, damit wir hier wirklich gar nichts verpassen. Wow, geile Mucke, aber die werden wir uns gleich zu Genüge führen. Was ist das? Was macht das? Warum ist das da? Ja, ich trete mal ein. Also das ist auf jeden Fall auch geil, wenn man so einen riesigen Dungeon hat. Ja, aber wir haben 4 rote Juwelen in Truhen und haben aber ein fünftes, was sich nicht in der Truhe befindet. Ich will jetzt hier wirklich erstmal gucken. Weil ich glaube, bei dem, das nicht in der Truhe war, ja, jetzt sind wir wieder hier unten. Das ist schlecht. Das, was nicht in der Truhe war, da stand wirklich dabei, dass das direkt am Eingang bei einer Treppe ist. Jetzt bin ich natürlich nicht ganz sicher. Rechts von der Treppe.
Ist damit die Treppe gemeint? Aber wir sind ja schon hier runter. Und hier kommen wir nicht durch. Nee, kein Stück. Und hier geht's runter. Aber da kommen wir jetzt nur irgendwo anders hin. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich will jetzt hier noch einmal runtergucken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen... Ist jetzt vielleicht ein bisschen nervig, falls das hier nicht so passt. Ah, da haben wir es doch. Boah, jetzt bin ich aber irrsinnig beruhigt, muss ich doch sagen. Denn das ist jetzt natürlich ja wirklich der letzte Dungeon hier. Ich betrete mal nicht. Ich glaube, wir können direkt hier mal richtig in den Dungeon rein. Zu einer verdammt genialen Musik. Also Wahnsinn. 22 Gegner, eine Kraft, kein Schatz. Boah, und wie geil die Animation auch ist hier von Shadow. Ich feiere das sowas von ab. Was zum Teufel? Ist das fies? Das ist zweimal ein Gegner. Alles klar. Wow. Du wirst auch lebendig? Ja, sicher doch. Können die auch noch irgendwas total richtig Fieses? Wow. Okay, wir können hier auf alle Fälle blocken und der Nachbar über mir zerlegt gerade seine Bude. Hört sich zumindest so an. Wow. Also vielleicht habt ihr das auch gerade gehört im Hintergrund. Das war wie so Stimmen, wie so Gesänge. Ach du Heilige. Oh, das sind jetzt ein bisschen viele Gegner. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so, nee. Mal gucken, mit wem ich mich da zuerst anlegen will. Vielleicht besser mal den Chaos machen. Ja, da habe ich es jetzt grundsätzlich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Wäre eigentlich alles relativ machbar gewesen, aber man kann sich ja auch einfach einkesseln lassen. Da waren die schon wieder. Werde ich jetzt verrückt? Höre ich jetzt Stimmen? Ja, ist es schon soweit? Das gehört zur Musik, alter Schwede, ist das... Boah, ist das geil. Okay, und wir können überall da uns runterlassen. Ach du Scheiße, was ein Raum. Und wir sind da jetzt warum nicht gespawnt? Bitte? Und da waren wir. Warum sind wir da oben nicht in dem Raum gespawnt? Da wollte ich eigentlich hin, ja? Wow! Alles klar. Boah. Das ist heftig. Also der letzte Dungeon will's noch mal wissen. Holy crap. Ja, kann sich jetzt auch wieder jeder denken, nö, ist ja eigentlich überhaupt kein Ding. Ich find's aber trotzdem relativ knackig jetzt so, die zwei Situationen mit richtig schönen vielen Gegnern dabei. Kann man auf jeden Fall ein nettes Süppchen von kochen, ja? Wobei ich nicht weiß, wie das dann schmecken soll. Okay, vier Gegner. Ich sehe hier nur drei. Boah, die Sounds, ey. Die Sounds, ey. Hammer. Ich hatte den ja überhaupt nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich muss sagen, ich finde den scheiße genial. Der Dungeon ist scheiße genial, ist der. Ah, und das ist cool. Die ganzen Sarkophage, die dienen jetzt so ein bisschen als Treppe nach oben. Weil wir können ja uns durchs in die Mauer lassen. Eigentlich nur... Boah! Was zum Teufel? Okay, ich habe da jetzt nur mal hingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, mir wird da irgendwie ein Gegner angezeigt. Heilige, könnt ihr aufhören, so komische Gesänge zu fabrizieren im Hintergrund? Das macht mich irgendwie ein bisschen nervös.
ob die auch öfter irgendwo noch auftauchen, diese Gegner, die man nicht sieht. Ja, und hier müsste ich eigentlich auch noch mal runter. Aber da komme ich hoch, oder? Nee, runter. Wow! Ach du Sch... Ja, ja, jetzt haben wir ihn gesehen hier neben am Rand. Und hier am Rand auch. Das sind Gegner. Die zeigen sich bloß erstmal nicht. Ja, komm, schieß. Wenn du unbedingt schießen willst. Tu dir keinen Zwang an. Wir sind Shadow und wir sind cool. Puh. Und die Energie hat sich erhöht. Geilo, können wir hier auf alle Fälle gut gebrauchen. Noch zweimal und wir haben alles hier voll. So, und der Kaffee ist auch gleich leer. Das ist jetzt weniger gut. Die Frage ist jetzt natürlich, ja, dadurch, dass ich jetzt hier alle Gegner kriegen wollte, bin ich natürlich sonst wo rumgelaufen. Also, ist auch wieder so ein geiler Dungeon für wir verlaufen uns einfach mal. Ist auf alle Fälle drin, muss ich sagen. VP mal noch gar nicht so einberechnet. Boah, aber die Mucke. Alter, ist die genial. Also ich habe schon die von der chinesischen Mauer abgefeiert, aber das... Boah, gerade auch mit diesen Gesängen. Also wenn man sich mal ein bisschen dran gewöhnt hat, das geht. Ja, das geht. Du gehst auch, aber du siehst nicht mehr so... Ich mag Geflügel. Am liebsten mit einer schönen Marinade. Teilen wir nicht den Gedanken. Nee, habe ich mir fast gedacht. Ich glaube auch, ich bin damals hier, als ich das gespielt habe beim ersten Mal, auch echt nur hier in die Pyramide gekommen und dann war wirklich Ende Gelände. Ja, da war ich ein bisschen zu lahmarschig jetzt, da bin ich nicht mehr so vom Fleck gekommen. Aber ich glaube, dann war hier wirklich Ende Gelände für mich. Was krass ist, aber ich war ja wirklich noch ein bisschen jünger dann und dann hat man auch diese Geduld einfach nicht und ich weiß noch, ich habe mich damals hier so verfranst. Ich habe das ganze System hier null gecheckt, mit dem wir können hier irgendwo runter und hoch und runter und hoch. Dass ich irgendwann, glaube ich, voll frustriert einfach aufgegeben habe zu spielen. Ja, und dann bin ich tatsächlich nie hier wirklich zum Ende gekommen bei dem Spiel. Das soll uns jetzt aber nicht passieren. So, und man sieht auf alle Fälle, ob bei den Dingern Stufen zu sehen sind bei diesen... Särgen, die jetzt leer sind. Das waren nämlich jetzt alle welche, wo wir hier nicht durchgekonnt hätten. Der hat mich eiskalt erwischt, der Kollege hier. Ich weiß auch noch nicht ganz, ob wir hier mit abwehren können mit diesem Schild von Shadow. Ich sollte den vielleicht mal nutzen. Aber hier haben wir auf alle Fälle auch alles geklärt an Gegnern. Ja, da sehen wir es zumindest. Hier können wir durch. Hier und an den anderen Seiten sind keine Stufen. Okay. Was ist hier noch? Okay. Hier ist eine Steintafel an der Wand. In Darrow hörte ich, dass es sich um eine Hieroglyphe handelt. Ich muss versuchen, die Steintafel zu bewegen. Es hat geklappt. Badabums. Du hast eine der Hieroglyphen. Alles klar, und ich meine mal, wenn ich richtig bin, haben wir davon noch 6 Stück. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einen anfangen will. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier wirklich alles haben. Ich möchte noch mal kurz gucken, dass wir hier wirklich nichts vergessen haben. Bin ich hier rein? Bin ich hier runter? Habe ich hier irgendwas gemacht, außer an meinen Kaffee zu denken? Scheinbar nicht. Das kommt mir so nicht bekannt vor. Ah, okay. Ist aber, glaube ich, nur hier... Ja, jetzt ist aber die Frage mit hier.
Das war ja jetzt nicht eine Seite von der Pyramide. Denn sonst wäre die andere Tafel und wir hätten eigentlich alle. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber da ist alles null. Okay. Also ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig, gebe ich zu. Aber ich will hier wirklich nicht viel verpassen. Ganz und gar nicht. Aber es scheint, als hätten wir zumindest hier alles gefunden. Okay. Ah, und auf jeder Seite sind hier drei. Dann können wir das doch schon mal abspeichern. Das heißt, jede von den Türen eröffnet einen Weg mit unzähligen Zweigen und der führt dann irgendwie hier zu den Steintafeln. Und ja, ich merke auch gerade wieder, warum ich das so verwirrend fand hier. Wir können uns nämlich hier jederzeit, das ist so ein bisschen unser Zwischenlager, sag ich mal, hier bei Gaia. Ne? Wir schlagen hier unser Lager mal ein bisschen auf. Ne, ich will nichts speichern. Aber wir können sie jederzeit in Will und in Freedom verwandeln. Das heißt, wir werden wahrscheinlich relativ häufig wechseln. Nicht sicher, ob gut, aber wir werden es rausfinden. Wir haben hier auf alle Fälle 16 Gegner, eine Kraft und einen Schatz. Das wird dann wohl ein Juwel sein. Ja, greif mal schön an. Auch du eignest dich hervorragend für meine Marinade. Ja, oder zumindest macht er das Hühnchen, das dann in die Marinade reinkommt. Wow. Ja, da müssen wir so ein bisschen am Schild vorbeischlagen. Scheint mir. Da ist ein Gegner. Ja, ich sehe dich. Siehst du mich auch? Geil. Schön für dich. Komm. Trau dich. Machst du toll mit den Laserstrahlen, doch? Boah, diese Gesänge im Hintergrund, das ist echt abartig. Was ist das? Was? Wow! Ah, ich wollte noch hier hoch. Shit. Ich wollte noch hier hoch. Aber ich vermute fast, dass wir da mit Freedans Kraft rüberschießen können. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Das scheint mir der einzige Weg zu sein, den wir hier aktuell noch mit Shadow weitergehen können. Wahrscheinlich bleiben dann die Gegner oben übrig, die beiden. Ja. Ich mag Geflügel. Immer noch. Ich mag aber dein Schild nicht so. Ja, geil. Dafür nehmen wir die HP doch auf alle Fälle mit. Ja, aber das war wahrscheinlich der Grund, warum ich mich als Kind hier sowas von derbe verfranst habe. Einfach, weil ich zu blöd war. Ja, ich hab dich gesehen. Du mich wahrscheinlich auch, hat dir aber nichts gebracht. Boah, also würde mich auch mal echt interessieren, was ihr zu der Musik sagt. Ich weiß, ich wiederhole mich mit Boy und so. Aber holy shit. Ist die Mucke so geil. Rotes Juwel. Sauber. Sauber ist auch, dass das Inventar voll ist. Immer noch. So, das mal direkt einsammeln, auch wegschicken. Ist die Frage, was wir hier von dem Kram noch wegpacken können. Brief von Lance, den können wir doch bestimmt entfernen. Ja, du mich auch, Spiel. Super. Geht nicht. Können wir den entfernen? Ja, machen. Das war jetzt hoffentlich nur der Brief von Lola. Vaters Tagebuch. Das ist doch das, wo wir die... Genau, das sind 6 Hieroglyphen. Das sollten wir auf alle Fälle nicht wegschmeißen. Ich glaube, das geht aber dann auch nicht, wenn das questrelevant ist. Ich weiß auch gar nicht, welche haben wir davon jetzt gefunden. Vogel, Galgenmännchen, UFO. Also wie gesagt, keine Ahnung. Ich guck nochmal nach. Das sieht ein bisschen aus wie dieses UFO-Gedöns. Okay. Kommen wir mit klar. Boah, und wir haben hier 2 Slots. Können wir die Sonnenbrille wegschmeißen? Die brauchen wir doch bestimmt nicht mehr. Scheiße.
Okay, also es kann gut sein. Ah, und wir kommen hier nicht mehr hoch sonst. Ja, klar, okay. Es kann nämlich wirklich sein, dass wir irgendwann gezwungen sind, Heilkräuter wegzuschmeißen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich speichere auch hier nochmal direkt ab, die Juwelen. Einfach, dass wir die safe haben. Boah, das wird aber auf alle Fälle auch lustig. Also wie gesagt, schreibt gerne mal was zur Musik, wenn es euch da genauso geht wie mir. Ja, die Brille sollten wir jetzt hier eigentlich nicht mehr ausgerüstet haben. Denn ich muss sagen, ich finde die in der chinesischen Mauer, die fand ich schon richtig grenzgenial, muss ich sagen. Gefiel mir im Moment von der Dungeon-Mucke mit am besten. Wobei ich jetzt sagen muss, das hier, das tut auch sein Übriges. Das ist nämlich wirklich richtig stimmig. Also richtig genial. Ich finde, die Musik an sich hat was relativ Majestätisches einfach. Was ja zu diesen großen Bauten, zu den Pyramiden hier passt. Und wir haben auch zwischendurch immer wieder diese kurzen Gesangspassagen, die ihr vielleicht auch immer wieder zwischendurch raushört. Und das passt halt beides echt super zusammen. Genau, da unten waren wir jetzt und haben das rote Juwel geholt. Na, hier können wir auch einfach die Treppe nehmen. Es sieht schon geil aus hier. Unser Shadow, wie der abgeht. Hm. Wow. Aber auch hier kein Weiterkommen. Kein Weiterkommen. Können wir hier einfach durch die Tür rein? Ja, ich glaube schon, oder? Weil dann müssten wir hier wahrscheinlich auch direkt zu Federn wechseln. Holy shit. Was habe ich mir dabei gedacht, bitte? Ach, da sind wir gar nicht hergekommen. Hm. Ja, sauber, Jungs. Ja, sauber, Jungs. Ha. Bah, da habe ich mich jetzt wieder reinlegen lassen. Dann gehört es mir nicht anders. Ah, und wir kommen. Okay, wir kommen hier auf die andere Seite. Hm. Ja. Können wir hier runter? Bin immer noch ein bisschen am rausfinden, wie ich das mit den... Oh, das ist aber weit unten. Und das flackert so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob wir unendlich runter können. Und jetzt sind wir doch auf der Seite, wo die Gegner waren, ja? Wow. 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 Holy shit. Das sind natürlich echt fiese Gesellen, doch? Boah, noch einmal Lebensenergie und wir haben alles voll. Huh. Hier geht's scheinbar auch weiter dann. Okay. Ja. Die erinnern mich an irgendwelche anderen Gegner. Ich komme aber nicht drauf. Ich glaube, aus Terranigma war es nicht. Wobei, da gab es auch so Geister, aber die sahen nicht ganz so schlank aus. Ich weiß nicht, wo die mir bekannt vorkommen. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Wow. Ja. Ich weiß, du schießt gerne. Macht's Spaß. Ich laufe natürlich rein. Na, man will den Gegnern ja schon ein bisschen das Gefühl geben, dass sie irgendwas reißen können. Ah, das machen die wahrscheinlich eher mit mir. Boah, ich muss auch sagen, der Hintergrund jetzt, wo ich mal ein bisschen mehr drauf achte, ist auch schon genial. Also das hat echt so dieses... Das hat echt so dieses ägyptische Ambiente. Kein Schatz auf alle Fälle hier. Ach, aber dafür jede Menge Geister. Können wir die hier direkt schrotten, wenn die rauskommen?
Aber ich muss sagen, Shadow ist auch schon ein bisschen OP. Vielleicht kommt mir das nur so vor. Ja, du steigst bestimmt gerne Treppen ab. Ja, ich seh's doch. Also die können jetzt nicht ganz so viel, aber ich will den Tag ja noch nicht vor dem Abend loben. 8 Gegner. Hier geht's hoch oder runter? Runter. Na, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da überall so hin will, wie ich gerade laufe. Wie gesagt, bei uns ist wirklich... Ja, da oben ist einer. Ich hab dich im Blick, Junge. Bei uns ist wirklich der VP so eine Sache. Also es ist wirklich gut möglich, dass ich mich hier noch ein paar Mal verlaufe. Weil ich zu schäl bin, den richtigen Weg zu finden. Ja. Macht Spaß, ne? Wow. Puh. Okay, ich nehme es zurück. Die können schon ein bisschen was. Hier geht's wieder zu einer Steintafel. Alles klar, beweg die mal, Junge. Badababa! Badabums! Du hast eine der Hieroglyphentafeln gefunden. Na, und den letzten Schluck Kaffee, so wie es aussieht. Hm. Ist auch schon ein bisschen kalt, aber naja. Besser als wegschütten. Und ja, ich könnte jetzt hier auch wieder ganz zurück, aber das will ich ehrlich gesagt nicht, denn hier oben ist auf alle Fälle noch einer. Und wir haben noch 5 Gegner in dem Gebiet. Dann am besten vielleicht mal hier runter sneaken. Hier oben ist auch noch was. Kein Strahl, wie ich da dran kommen soll. Wo ist er denn? Ja. Genau da, wo wir reinlaufen. Hier ist über uns. Ich hab den doch jetzt hoffentlich nicht vergessen. Nee, das sind 4, das passt. Ja. Okay, wenn es Spaß macht. Okay, und wir kriegen die Kraft jetzt, obwohl der Gegner hier noch da ist. Ha. Dann zählt wahrscheinlich doch nur die Mumie als richtiger Gegner hier. Und der Gegner an sich nicht. Okay, wo kommen wir hier wieder raus? Ich könnte jetzt natürlich auch ganz runter. Boah, also ohne Scheiß, der Sprint. Geile Nummer. Einfach geiler Scheiß. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal die Abkürzung hier, würde ich sagen. Vielleicht können wir hier auch manche Tafeln... Naja, es macht vielleicht Sinn, da vielleicht schon mal 2 einzusetzen. Ja, eigentlich wollte ich ganz runter. Ist schon so gedacht. Ich glaube, solange wir nicht alle einsetzen, ist alles im grünen Bereich. Wir sollten nur nicht alle einsetzen, ohne vorher nochmal zu speichern. Deswegen würde ich jetzt fast sagen, wir setzen die 2-mal noch ein... Immerhin. Der Typ ist weg. War hier nicht im letzten Part noch ein Typ drin? So, Eule UFO ist das, glaube ich. Eule ist das letzte. Und ach nee, das ist nicht das UFO, das ist das ganz letzte hier, richtig? Ja, okay. Dann wählen wir die mal aus. Die kommt hier ganz zum Schluss. Die Tafel passt in 6 Vertiefungen. Wo platzierst du sie? Warum ist das alles von links? Das irritiert mich. Da, ne? Ja, da wollte ich's doch. So, und jetzt gucke ich auch wirklich nochmal nach. Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Dann die Eule. Weil ich glaube, das ist doch die Reihenfolge, in der wir wirklich in die Türen gehen. Genau. Okay, eine Seite fehlt. Ist die wichtig?
Gut, 4 Stück haben wir noch. Ja, vielleicht sagt uns die eine fehlende Seite ja was über das, was passiert, wenn die Tafeln hier alle drin sind. Aber ich würde sagen, wir gehen hier erst nochmal auf Tuchfühlung mit Gaia. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Part frisch und munter wieder mit einer frischen Tasse Kaffee, wenn ihr mögt. Bis dann!